Und Finanzminister Lindner verlautbarte gestern, vermutlich angetrieben von mageren Umfragewerten von 7%, dem Verbot des Verbrennungsmotors 2035 auf EU-Ebene nicht zustimmen zu wollen und kopiert damit wie Merz AfD-Positionen. Ich frage mich, welche konkrete Erfolge Sie, liebe Frau Wirtschaftsministerin Dr. Hofmeister-Roth, haben Sie bisher erreicht? Was genau haben Sie nach Baden-Württemberg geholt? Sehr geehrter Präsident, geehrte Abgeordnete, nach dem ideologischen Antrag der Grünen zum Gleichstellungsirrsinn in der Gründerforderung diskutieren wir jetzt über einen sinnvollen Antrag der FDP-DVP-Fraktion zum wichtigen Thema Standardsuche und Ansiedlung von Unternehmen aus dem Ausland in Baden-Württemberg. Mit einem Bruttoinlandsprodukt, das noch im Jahr 2016 rund 476 Milliarden Euro betrug, gehörte Baden-Württemberg zu den wohlhabenderen Regionen der EU. Allerdings erntet hier die Regierung Kretschmann einfach nur den Fleiß und das starke Fundament aus vergangenen Jahrzehnten dynamischer baden-württembergischer Schaffenskraft sowie den vorhandenen Schlüsselindustrien, Maschinenbau und Automobilindustrie. Wir müssen befürchten, dass wir die verheerenden Auswirkungen der grünen Politik seit leider über 10 Jahren erst ab 2025 etwa oder gar 2030 richtig durch fehlende Unternehmensansiedlungen, fehlende Gründungen, Arbeitsplatzverlust spüren werden. Energiepreisexplosion und Blackouts, unsichere Rohstoffversorgung durch radikale Positionierungen im Ukraine-Krieg, fehlende Rechtssicherheit bei Corona-Maßnahmen, Überbürokratisierung, Schuldenunion, Geschlechtsverwirrung statt echter Schulbildung, familienfeindliche Politik und vieles mehr. Unsere Standortfaktoren sind dank dieser Horrorbilanz der Regierung Merkel und der Regierung Kretschmann in einem immer blamableren Zustand. Mit ihrer ideologischen Politik stürzen sie das einst so erfolgreiche Baden-Württemberg mit voller Wucht in die Krise. Und ja, mittlerweile bricht in den Regierungen blanke Panik ob der wirtschaftlichen Entwicklungen aus. Das zeigen übrigens die Äußerungen von Grünen, FDP und CDU die letzten Tage zum Thema wirtschaftliche Lage, Verbrennungsmotor und Atomenergie. Wirtschaftsminister Habeck erklärte gestern, dass fehlende Gaslieferungen aus Russland zu einer schlimmeren Rezession führen könnten als die Corona-Krise. Danke übrigens schon mal im Voraus für das Eigentor mit Forderung eines Energieembargos gegen Russland und immer aggressiverer Kriegsrhetorik, lieber etablierter Parteienblock. Wir wissen ganz genau, wer diese Krise mitzuverantworten hat. Zudem kopieren mangels eigener Rezepte Union und FDP recht offen und schamlos Teile des Parteiprogramms der AfD. Uns ist es ja ganz recht, denn so kann jeder sehen, dass AfD-Inhalte in die Mitte der Gesellschaft vordringen. Wir freuen uns, dass wir behilflich sein können, werte Kollegen von CDU und FDP. Friedrich Merz fordert längere Laufzeiten für die verbliebenen Atomkraftwerke. Und Finanzminister Lindner verlautbarte gestern, vermutlich angetrieben von mageren Umfragewerten von 7%, dem Verbot des Verbrennungsmotors 2035 auf EU-Ebene nicht zustimmen zu wollen und kopiert damit wie Merz AfD-Positionen. Ob das Ihr grüner Koalitionspartner so mitmacht? Ich glaube, das gibt sicher noch mächtig Krach in der Koalition und vermutlich wird die FDP wie immer nach der linksgrünen Druckwelle aus Haltungsjournalisten, bezahlten Akteuren aus der sogenannten Zivilgesellschaft und empörten grünen Politikern zurückrudern und einknicken. Ich erinnere an Thüringen. Ja. Apropos Ostdeutschland, der Kollege hat das schon dankenswerterweise angesprochen. Ostdeutschland droht uns abzuhängen, nicht nur in Sachen Politik, haben die Menschen offensichtlich den richtigen Riecher. Da ist ein Trend erkennbar. Je mehr AfD gewählt wird, desto eher kommen die wirtschaftlichen Erfolge. So sieht es aus. Ganz aktuell fasste das Handelsblatt in einem ausführlichen Bericht mit Bezugnahme auf Intel, Tesla und Kattel erneut zusammen, dass sich diese Konzerne in Ostdeutschland niedergelassen haben, um dort Milliarden zu investieren. Intel hat bereits im März diesen Jahres die Errichtung von 2 Halbleiterfabriken im Süden Magdeburgs angekündigt.
17 Milliarden will Intel nun investieren und zehntausende Arbeitsplätze sollen dabei neu entstehen. Ebenfalls vor wenigen Wochen hat Tesla sein Werk im brandenburgischen Grünheide bereits eröffnet. Es sollen bis zu 12.000 Mitarbeiter beschäftigt werden. Zudem wird der chinesische Batteriehersteller Kattel im weiteren Verlauf dieses Jahres ein Werk nahe Erfurt in Thüringen in Betrieb nehmen. Und was passiert bei uns in Baden-Württemberg? Bisher sehr wenig. Man kann schon erwarten, dass die Wirtschaftsministerin Deals aushandelt und größere für Baden-Württemberg relevante Verträge und Projekte anbahnt. Ich frage mich, welche konkrete Erfolge Sie, liebe Frau Wirtschaftsministerin Dr. Hofmeister-Roth, haben Sie bisher erreicht? Was genau haben Sie nach Baden-Württemberg geholt? Ich hoffe, Sie verwechseln nicht Ihre Position als Wirtschaftsministerin mit der Funktion eines Grüß-August, der überall Grußworte hält und dann wieder nach Hause geht. Da geht deutlich mehr, Frau Wirtschaftsministerin. Herr Kollege, Sie beachten Ihre Redezeit. Ja, statt größerer Erfolge nehmen wir zur Kenntnis, dass die Landesregierung selbst es für dringend notwendig hält, ein entsprechendes Maßnahmenpaket zu erarbeiten, wie Sie auf Seite 6 schreiben. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass das Maßnahmenpaket nicht so lange auf sich warten lässt, wie das Karenzzeitgesetz der Landesregierung, das ja doch einige Zeit auf sich warten ließ. Wir bleiben gespannt. Ich bedanke mich.